Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Folge 2, Jizz in my Pants. Ich Ist hoffe, es in my oder in your in pants? your pants, my pants, his pants, her pants, alle Our Pants. pants, okay. Our Pants. Okay. Ich glaube, wir pantsen das immer so, wie wir das gerade fühlen. Ich glaube, das ist eine gute, weil dann ist es nicht immer dasselbe. Das hat so ein bisschen Charakter dann. Abwechslung. Abwechslung. Ja. So, jetzt ist ja die Frage, die wir stellen müssen. Auf einer Jizz-Skala von 1 bis 5, wie jizzig fandet ihr die erste Folge? 1 bis 5, man fragt immer 1 bis 10. Nee, wir machen nur einen Fünfer. Weil die meisten Bewertungen sind oft mit 5 Sternchen. Deswegen 5. Okay, damit kann ich nicht umgehen. Wir müssen auch daran arbeiten, dass Menschen, wenn sie es gut finden, diesen Podcast bewerten. Damit wir ja auch im Algorithmus landen, nicht wahr? Das also bedeutet Erziehung. Nee, nicht Erziehung, netter Hinweis. Okay. Netter Hinweis, keine Erziehung. Wir sind hier nicht zum Erziehen da. Okay. So, wie bewertest du die erste Folge? So, wenn du das mal. Hast du dir das ganze Ding nochmal angeguckt? Ich hab's mir nicht komplett angeguckt, nee. Aber hast du hast dir komplett angeguckt? Ich habe mir das gestern nochmal komplett angeguckt, ja. Und wie war's? Also, ich würde schon eine solide 4 rauszimmern. Eine 4? Ja. Warum keine 5? Man muss immer Luft nach oben haben, Jen. Man muss immer Luft nach oben haben. Man kann nicht immer gleich. Das wäre perfekt, verstehst du? Und nichts auf dieser Welt ist perfekt. Okay, Notiz an mich selbst: niemals irgendwas mit 5 Sterne bewerten. Kannst du ja machen. Weil das ist ja nur meine Herangehensweise. Aber nichts in dieser Welt ist perfekt. Deswegen auch dieser Podcast ist nicht perfekt. Okay. Wie würdest du bewerten? Sag mal. Also, ich hätte jetzt nach meinem älteren Stand und nicht nach dir zu gehen, eine 5 gegeben. Wow. So gut fandest du den? Naja, es ist halt was. Ich glaube, wenn man selbst seinen eigenen Kram bewertet, ist es nochmal ein bisschen anders, als wenn du was anderes bewertest. Nee, ich bin immer sehr kritisch mit mir. Ja? Ja, ich bin, glaube ich, mein größter Kritiker. Das ist, kann gut sein. Ich bin mein größter Kritiker, ja. Mhm. Ist auch, glaube ich, am besten, weil man dann weiterkommt. Ja, okay. Aber 5 ist halt, ey, 5 ist, ey, wow, nee, wow, wow, hier gibt es keine Tabus, man muss sich nicht entschuldigen, okay? Okay, ich entschuldige mich nicht für meine 5-Sterne-Bewertung. Grundregel in diesem Podcast, es gibt keine Vorwürfe, ja, es gibt keine, wie sagt man, Tabus, ja. Und man muss sich für nichts entschuldigen. Okay. Aber Jen, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, ja. Wie gebildet fühlst du dich nach deinen Hausaufgaben? Ja, also ich fühle mich jetzt schon ein bisschen, also ich würde schon sagen, ich habe mein Leben ein bisschen mehr im Griff und nehme mir auch meine Zeitinsel und meine Achtsamkeit. Ey! Also ich würde sagen, damit die Leute das halt nachvollziehen können, können die sich ja dieses Hörbuch auch mal gönnen. Vielleicht kannst du das kurz einfach anreißen für die Zuhörer oder Zuschauer, nur so grob, damit sie einen Kontext haben. Ja, also wir haben uns ja letztes Mal Hausaufgaben gegeben und ich sollte ja mir das Hörbuch Achtsam Morden gönnen. Auf Audible gönne ich mir das. Es ist wirklich, also ich war von Minute 1 an, war ich schon drin und dachte mir, geil, das ziehst du jetzt durch. Also es geht halt im Groben darum, dass ein Mann zu einem, wie heißt es, Achtsamkeitscoach? Ist es ein Achtsamkeitscoach? Ich nenne den einfach Psychologen. Ein Psychologen, ja. Geh zum Psychologen und da hörst du dir halt an, wie das Privatleben von dem Mann abläuft und was der Psychologe ihm halt so rät und für Fragen stellt und so. Und damit kannst du auch selbst reflektieren und dir auch die Fragen stellen. Du nimmst auch sehr viele Tipps mit. Das ist sehr cool. Ja, ich bin auch sehr fleißig am Hören. Immer wenn ich Auto fahre, mache ich das Ding an. Ich fahre achtsam Auto. Ich glaube, im Berliner Stau ist das auch gar nicht so verkehrt. Das stimmt allerdings. Nee, das ist cool. So einfach, du fährst halt einfach, ohne die Situation zu bewerten. Okay, es ist Stau. Ja, kannst halt eh nichts dran ändern. Viel entspannter. Das kann man übrigens dann auf viele, viele andere Dinge auch. Ja, das ist geil, voll. Oder? Das ist wirklich krass. Also ich hatte jetzt schon so ein paar Momente, wo ich mir dachte, boah, das fuckt mich ab. Aber dann so, du kannst aber eh nichts daran ändern. Nee, nimm's einfach hin. Okay. Wie ist so das morgens aufstehen? Also ich stehe jetzt immer so zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr eigentlich in den letzten Tagen auf. Es fällt mir auch tatsächlich leicht. Ich stehe sogar ohne Wecker auf, weil mein Körper sagt, Jen, aufstehen, los, steh auf.
Ich meine, du hast ja gesagt, so, ja, probier mal nicht am Anfang mal ins Handy zu gehen. Da habe ich noch Probleme, gebe ich auch zu. Habe ich Probleme? Okay. Schwierig. Ich schaffe es vielleicht so 3 Minuten ohne, liege ich nur im Bett, denke, komm, geh ins Handy. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, die ersten 3 Minuten, ja, die Augen sind auf. Jetzt kann ich, jetzt kann ich. Ja, wirklich. Aber ich fühle mich gut tatsächlich. Also, weiß nicht, ich fühle mich so, als hätte ich halt auch viel mehr vom Tag. Und das fühlt sich einfach cool an. Also. Das klingt halt so komisch, weil wir haben einen Podcast gemacht und jetzt denke ich mir so, okay, du stehst früher auf. Okay, ich gehe sogar raus. Ich geh einfach random raus. Hab ich nie gemacht. Ich gehe einfach raus, denke ein bisschen nach. Aber nicht negativ nachdenken, sondern ganz normal nachdenken. Aber das macht schon viel. Diese kleine Sache macht viel. Deswegen mache ich jeden Morgen Sport. Das ist immer eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ist für mich immer so in meinem Kopf. Nur ich und mein Kopf. Ja, me, myself and I. Ja. Das ist ja sehr interessant. Ja, voll. Also Jetzt habe ich hier. Hausaufgaben waren gut, sagst du. Ja, voll gut. Und jetzt habe ich hier noch meine Apple Watch, die mir sagt: Ah, jetzt nimm dir mal einen Moment der Achtsamkeit. Mach mal jetzt nix, sondern nicht so: Okay, ich mach nix. Die gute alte Apple Watch. Dann ist Ja. die Handysucht ja demnächst auch tabu. Naja, also ich krieg, wenn ich Nachrichten kriege, gehe ich ja jetzt an die Uhr. Ja. Und es ist schon so ein, ja, dann spreche ich meine Nachricht ein und mach weg. Ist gut, Das ist ne? schon cool. Das ist schon cool. Hat sich denn dadurch etwas generell von deiner Bildschirmzeit geändert? Ja, hat sie, aber ich kann sie nicht ganz nachverfolgen, weil ich jetzt von Samsung auf iPhone gewechselt bin. Auf dem iPhone kannst du das auch nachgucken. Ja, aber ist ja nicht, ich bin ja mitten in der Woche umgeschwenkt. Auf jeden Fall, ich habe die Nachricht an meinem Samsung bekommen, weil ich das Samsung ja jetzt seit 3 Tagen nicht mehr verwende und auf einmal habe ich vorhin die Nachricht bekommen, sie haben das Smartphone 16 Stunden weniger benutzt als in der letzten Woche. Wow. Ja, das ist schon böse. Naja, Das ist viel, ne? zu der Hausaufgabe TikTok nicht mehr benutzen. Was hast du mal gesagt? 1 Stunde? Nee, was hast du? Wie viel sollte ich nutzen? Eine Weiß ich Stunde gar in nicht. der Woche. Ja, da bin ich nicht mal drauf gekommen. Ich Was? bin original, ich bin nicht mal auf 1 Stunde TikTok in der Woche gekommen. Wow. Wirklich. Ich hatte keinen Bock darauf. Ich hatte Yay! keinen Bock darauf. Ich hab mal so kurz geöffnet und dachte, nee, gar keinen Bock. Habe wieder irgendwelche Dramen gesehen und dachte, nee. Keine Ahnung, vielleicht war ich 10 Minuten oder so. Und letzte Woche sagtest du noch, boah, das ist ja mega schwer, das schaffe ich ja nie im Leben, Ja, eine Stunde. ich hab gar keinen Bock. Wenn ich mich voll dröhnen lassen will, dann mache ich ja das Hörbuch an. Ja, aber Bildung gut. kickt rein. Was ist denn jetzt hier bei dir? Ja, also ich habe jetzt hier einen TikTok-Account. Ich habe auch schon 3 Follower, obwohl ich noch nichts getan habe. Ja. Obwohl ich nichts getan habe, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was der Algorithmus mit mir macht. Also ich habe am Anfang, glaube ich, irgendwie, man muss ja da angeben, was man möchte. Ja. Und ich habe irgendwie Memes, Lustiges, was habe ich noch angegeben? Ich glaube Tiere. Ja. Ey, ohne Scheiß, wenn ich mir das eine halbe Stunde reinzimmer, ne, habe ich bestimmt 28 Minuten nur Frauen in Bikinis. Also wirklich, ich habe jegliche Cosplays gesehen, jegliche Ausschnitte, brünette Frauen, blonde Frauen, Dessous habe ich schon gesehen, was einige Frauen im Internet für Kinks haben, habe ich schon gesehen, Beziehungsdinge habe ich schon gesehen und wer mit wem eigentlich bumsen möchte und ob du mit mir auf ein Date gehen möchtest. Das beschreibt so ungefähr meine halbe Stunde und zwischendurch kommt mal ein Katzenvideo. Und ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht grob in allem 10, 15 TikToks geliked. Aber mein Algorithmus ist noch nicht umgeschwungen. Was Ich habe, likest du denn? na, wenn das irgendwas witzig ist, irgendwelche Memes oder halt witzige Katzenvideos. Letztens das war so cool, da lag ein Tiger in seiner Hütte. Ja. Und dann ist wie sagt man denn, die Pflegerin, glaube ich. Ja. Ja, die ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, hey, die haben sich halt unterhalten und der war halt wie so eine Katze, ist ja auch eine Katze, und hat dann gegähnt und dann ist er da langsam rausgegangen und das war super witzig, das habe ich geliked. Das fand ich gut. War das so ein richtiges Privataufnahmevideo War, von ihr? ja. Ja, das Richtig. finde ich auch cool, sowas. Ja. Ja, und so sieht ungefähr mein TikTok aus. Ich habe mir eben gerade auch noch mal kurz, damit ich mich hier drauf vorbereite, habe ich mir auch noch mal eine halbe Stunde gegönnt.
Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich muss wirklich zugeben, ich verstehe, warum so viele Menschen so absolut notgeil sind. Oder? Ich verstehe, warum Menschen absolut notgeil sind und ich sag mal, ich spreche jetzt für die männliche Perspektive, Ja. dass Männer ständig in DMs reinsliden. Es ist so krass, wirklich. Also es sind schöne Frauen, ne? Möchte ich nicht sagen, dass sie nicht schön ansehbar sind. Also sie haben eine schöne Figur, haben eine schöne Ausstrahlung. Aber meine Fresse, da wirst du ja wirklich, da bist du absolut notgeil. Und bedenk mal, weißt du, dass die App halt ab, ich glaube ab 12 ist oder ab, ja, ab 12 ist die App. Es sind halt alles Kinder, die das konsumieren, ne? Ich muss auch zugeben, ich habe kurz überlegt, ob ich mir Tinder installiere. Oh? Ja, na, weil du kriegst, du bist ja so, du kriegst ja nur, also, Weil du davon animiert wurdest. ne, das nicht, aber, also, was heißt animiert? Du kriegst ja wirklich, du wirst zugeballert mit halbnackten Frauen. Ja. Aber weil du es dir halt auch bis zum Ende anguckst. Nee. Doch. Mittlerweile wische ich das auch schon weg, weil Nein! das. Doch, ich kann da, ey, die zehntausendste, das zehntausendste TikTok, wo eine Frau rumrudert und das 50. Kostüm anhat, denke ich mir so, come on. Es ist ja Ach, hier die schön. eine, die so diesen Ja, Trend macht hier mit genau den. so, ja. Und da gibt es so viele von. Oder Frauen, die auf dem Bett liegen, sich zurückfallen lassen und auf einmal liegen sie in Dessous da. Oder Frauen, die sich an den Hals fassen lassen. Also im Bett gibt es ja viele, wie soll ich sagen, viele Kings, also wenn das mal ein King ist. Ja. Aber das ist ja auch, also das kommt so oft. Und ich glaube nicht, dass sehr viele, ich weiß nicht, wie viele Frauen sich gerne an den Hals packen lassen, während man im Bett ist. Also, I Ja, don't anscheinend viele. know. Ich weiß nicht, wie gängig das ist, so, keine Das ist Ahnung. sehr gängig. Das kann gut möglich sein, ja. Weiß ich nicht. I don't know. Aber ich habe mittlerweile rausgefunden, dass eine Pornodarstellerin mit einem Streamer von Madeira jetzt zusammengeht. Ja, Das habe ich auch schon rausgefunden, das hast du ja. jetzt aber erst Das habe rausgefunden. ich jetzt erst rausgefunden, weil das mir in dem Reel vorgeschlagen wurde. Und ich guckte mir das so an und denke mir so, oh cool, nice, have fun. Ja. Aber das wird auch irgendwie so gefühlt PR-mäßig komplett ausgeschlachtet, das Ding, habe ich das Gefühl. Die Ja. leben das schon aus, das Ding. Voll. Ich Ja. glaube, die haben, ich weiß nicht, wie lange die zusammen sind. Keine Die haben Ahnung. sich jetzt ein Anfangstattoo von sich tätowieren lassen. Der Anfangsbuchstabe. Als Ring. Okay, ja, cool. Ja, weil man sich sicher ist, dass man für immer zusammenbleibt. Why not? Also ich glaube, wenn ich jetzt mal, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lege, ne? Aber also das ist, heißt die Shaden Rogue, glaube ich. Shaden Rogue Ja. oder? Ja, ne? Shaden, ich glaube Rogue oder Rough, keine Ahnung. Ich glaube Rogue. Ich glaube, die ist auch ein bisschen, wenn man mal ihre Dokumentarstreifen sich anschaut, ich glaube, die ist sehr, wie soll ich sagen, unterwürfig und ich glaube, da geht das schon recht schnell. Ja gut, aber was du halt im Porno siehst, ist ja nicht immer dann im Real Life so, weil ich glaube, die haben da so ein Drehbuch. Ich glaube erstmal, weil das Ding ist ja mehr oder weniger auch so ein bisschen Privatstreifen. Ich glaube, sie ist schon etwas unterwürfig, was das angeht. Das geht da, glaube ich, relativ zügig. Also ich glaube, bei einigen Menschen geht das wirklich recht fix. Weil man ja keinem, also, einen, also Tattoo stechen lassen so schnell, puh, das ist wild. Das Das ist wild. ist Vor allen Dingen, wenn ja. man gerade verlobt war und gleich wieder rein, also das ist schon crazy, aber ey, ich wünsch denen alles Gute. Viel Spaß euch beiden. Voll. Ja. Naja, aber das war so meine Woche TikTok quasi. Ich weiß nicht, ob ich da selber so nochmal reingucken werde, außerhalb dieser Hausaufgabe. Weil mein Algorithmus ändert sich einfach nicht. Also er ändert sich wirklich nicht. Und ich mag dieses Gefühl nicht, dass dir vermittelt wird, dass du einfach unfassbar fucking notgeil wirst. Ohne Ende. Weil du kriegst ja den, wenn du, sagen wir mal, du guckst erst eine Stunde am Tag an und davon sind Ja. 50 Minuten nackte Frauen, Ja. dann ist, glaube ich, die normale Reaktion darauf, okay, jetzt muss ich aber ficken. Aber Ja. vorher, jetzt muss ich richtig ficken, muss ich jetzt. Und damit objektifizierst du ja die Frau und das ist ja scheiße. Was soll das denn? Voll, klar. Aber es ist, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie im Laufe der Zeit voll so entwickelt auf TikTok. Also ich meine, so war es vor 2 Jahren, war es auf TikTok nicht so krass. Also da war es.
da waren so Vereinzelte, aber das haben halt immer mehr mitgemacht, weil natürlich, es gibt halt auch sau viel Reichweite. Mhm. Und davon lassen sich natürlich die Mädels halt auch größtenteils animieren. Also jetzt nicht so alles, gibt natürlich auch welche, die machen das einfach, weil macht halt Spaß, ist halt cool. Aber es ist halt so, es ist halt immer das Gleiche eigentlich. Ja. Ja. Ist es. Ist es, ja. Aber würdest du sagen, du fühlst dich so ein bisschen matschig in der Birne jetzt? Also aufgrund der Tatsache, dass ich die letzten 5 Tage Migräne habe, ja, aber nicht deswegen. Ich hasse ja deswegen Migräne. Nee, deswegen habe ich keine Migräne. Also ich würde nicht sagen, dass ich matschig bin. Es ist einfach es ist ein komisches Gefühl, sich das reinzuballern, bin ich ganz ehrlich. Also man ist einfach völlig reizüberflutet. Ja. Und davon bleibt aber auch nichts hängen. So. Das ist das, was ich immer... Also das Einzige, was hängen bleibt, ist dieses, okay, ich brauche jetzt mal eine Frau zu Hause. Mhm. Das ist das, was davon hängen bleibt. Oder, also das ist das wirklich das Einzige, was sich bei dir in deinen Kopf einbrennt. Das finde ich sehr kurios. Das finde ich wirklich sehr, sehr kurios. Und ist auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Nicht fördernd. Was heißt fördernd? Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Urinstinkte rauskommen und ich den Höhlenmensch mache. Das wird nicht passieren, weil ich glaube, dafür bin ich zu alt und habe das im Zaum. Ja, jetzt setze ich mal einen 14-Jährigen oder einen 18-Jährigen rein. Ja, da sind die DMs voll. Mhm. Da sind die DMs voll, ja. Mhm. Da wird, glaube ich, einiges reingeslidet. Ja, voll. Dickpics. Aber gut. Dickpics, let's go. Wie würdest du dich denn, also wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, mach mal 2, 3 TikToks, was würdest du machen? Ich glaube, die Frage wollte ich dir heute auch schon mal stellen. Aha! Die Frage wollte ich dir heute auch stellen, weil ich würde gerne, glaube ich, 1, 2 Clips, die in meinem Stream passieren, einfach als TikTok hochladen. Ja, mach, klar. Weil ich habe Lust darauf, diese, die Reichweite mitzunehmen oder diese Plattform mitzunehmen, weil ich denke, dass das für Stream und Wachstum gar nicht so schlecht sein wird. Nö. Und ich würde das, glaube ich, auch bei den Reels mit reinhauen, einfach nur um den Algorithmus zu pushen. Geil. Weil ich glaube, es ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es nicht wirklich schwer, einen Reel-Fix zu machen. Und wenn du ein Reel gebaut hast, kannst du das auch gleich bei Instagram reinhauen und dann let's go. Wenn also Reel dann bei TikTok reinhauen, nicht Instagram. Nee, bei Instagram, ja, den, also, ja, oder was auch immer, das Video auf beiden Plattformen hochladen, fertig. Ja. Ja. Mensch, du gehst ja doch noch unter die TikToker. Hallo? Vielleicht habe ich ja TikToker. Vielleicht habe ich ja auch Glück und bei mir sliden mal Frauen in die DMs rein. Oh, Leute, habt ihr Mädels? Oh. Oh. Mädels kommt in meine DMs. Was? Habe ich auch viel. Ich habe tatsächlich auch viele Mädels-DMs. So. Also jetzt nicht nur so, ey, du bist voll cool, sondern auch in die andere Richtung. Ich habe auch schon mal Nudes von Frauen bekommen. Ich habe in neun Jahren noch nicht einmal Nudes gekriegt. Noch nicht ein einziges Mal. Nee. Das ist doch was Schönes. Ich habe keine, also ich habe, vielleicht strahle ich das nicht aus oder so, oder bin nicht attraktiv, ich weiß es nicht, aber ich habe noch nie welche gekriegt. Noch nie. Naja, weil du so einen seriösen Eindruck machst. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Naja, man muss halt überlegen. Also Frauen, die Männer Nudes schicken. Oder Männer, die Frauen Nudes schicken. Ich glaube, das ist immer so ein Ding der Ausstrahlung. Wenn ich jetzt auf ein Instagram-Profil gehe von einem Typen, der die ganze Zeit irgendwelche oberkörperfreien Bilder hochlädt oder so, dann weißt du, ah, alles klar. So, du bist so ein Seriöser. Ah ja. Seriöser, also. Ja. Okay. Vielleicht kriegst du ja jetzt mal ein paar Dickpics. Das kann gut möglich sein, ja. Ist immer sehr erschreckend, wenn du denkst so, ja, ich guck mal meine Nachrichten an, dann hast du halt einen Penis einfach, der dich einfach anguckt. Das stelle ich mir übrigens sehr verschreckend vor. Ist es auch, weil es einfach nicht schön ist. Das stelle ich mir sehr verschreckend vor, ja. Es ist nicht schön, genauso wie ich einfach mal ein Bild von einer Musch bekommen habe. Einfach so. Nur die Musch.
Das ist nicht schön. Ja, doch, kann ich nachvollziehen, weil dazu fehlt ja ein bisschen der Kontext. Ja, weil das ist so, okay. Der Kontext fehlt dazu. Ja, genau. Ja. Was beim nächsten? Ich habe mich schon, weißt du, ich stelle mir schon seit vielen Jahren, ja, doch schon sind ein paar Jahre, stelle ich mir eine Frage. Ja. Man hat ja ab und an, wenn du liiert bist, hast du ja auch, dass du ein bisschen rein sexest, ja? Rein sexest? Ja. Dass du halt, weißt du, wenn du gerade deinen Partner nicht dabei hast oder Partnerin, dass ihr euch halt über Sex und Fantasien unterhaltet. Ja. Und ab und zu verschickt man ja auch mal ein Bild. Ja. Um es halt ein bisschen spicy zu machen. Ja. Bei Frauen ist es so, die können sich in Dessous hinstellen oder vielleicht ohne BH. Was zum Fick wollen Frauen von Männern an Bildern haben? Ey, die Frage stelle ich mir schon seit Jahren. Was zum Kuckuck möchte eine Frau für ein Bild haben? Schickst du ihr in dem Moment den Schwengel? Schickst du ihr den Arsch? Schickst du den Ganzkörper? Was schickst du dieser Frau? Das ist eine sehr gute Frage. Siehst du? Ey, das frage ich mich seit Jahren. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist schon für die Frau, es ist schon genug, wenn man dieses Bild halt von sich wegschickt. Wenn man ein Bild von sich, wenn man von sich so ein Dessous-Bild an den Freund schickt oder so. Ja, das stimmt, ja, das reicht. Überlege ich gerade. Okay. Keine Ahnung. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Na gut, aber wenn du da ein Penisbild schickst, ist halt was anderes. Ja, da hast du ja Kontext dazu. Genau, als wenn ich jetzt ein random Penis sehe. Da hast du ja mehr Kontext, das ist richtig. Aber man möchte ja auch nicht immer nur ein scheiß Schwengelbild verschicken, weil es ist ja auch irgendwann langweilig. Ja, naja, dann. Da kann ich nicht beantworten. Ich kann dir das nicht beantworten. Vielleicht ist das mal eine Frage an die Zuschauer. Weil die wirklich, die ohne Scheiß, die Frage stelle ich mir schon sehr, 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 sehr lange. Und ich habe bis jetzt noch nie eine Antwort darauf gekriegt. Egal, wen ich gefragt habe. Und ich habe schon einige Menschen gefragt. Vielleicht für die Frauen mit einem Handkink einen von deinen Händen? Keine Ahnung. Handbild. Handbild. Okay, wir sind drin. Wir sind im Handding drin. Keine Ahnung. Das gab's for free, das Handbild, by the way. Die screenshotten sich das jetzt alle. Oh ja, oh, diese Hände. Mm. Oh, an meinem Hals. Oh. Wild. Oh, oh, rutschen wir jetzt in sexuelle Kinks ab? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Magst du die Hand am Hals? Hm? Tatsächlich, ja. Das mögen auch, das, also ich würd mich weit, glaube ich, rauslehnen, wenn ich aber sagen würde, safe 90% der Frauen. Safe. Okay. Weil das ist so ein, ich würde nicht mal sagen, das ist so ein unterwürfiges Ding, sondern das ist einfach so dieses bewusste Wahrnehmen von der anderen Person, abgesehen davon, dass man Sex hat, aber so dieses, weißt du, dieses Hals ist eine sehr empfindliche Stelle und wenn da halt eine Hand drauf ist, ist so nochmal dieses Extra, so dieses, weißt du, wie ich meine? Dieses Wahrnehmen vom anderen Menschen. Ob du jetzt jemanden umarmst oder die Hand an den Hals legst, so weiß ich nicht. Okay. Also jetzt nicht nur dieses Unterwürfige, mal davon ganz abgesehen, sondern von diesem bewussten Wahrnehmen von dem Partner. Ja, okay. Ist es denn nur ranlegen oder fest? Je nach Situation gerade. Ja, okay. Willst du mir jetzt sagen, das hast du noch nie gemacht? Also mein Sexleben sieht ein bisschen härter aus. Und ein bisschen ruppiger. Ich mag das zärtlich auch, ja, aber soll schon ein bisschen kräftiger sein. Ja. Naja. Also ja, natürlich, also bei mir auf jeden Fall, natürlich, klar. Ja, sehr gut. Ja. Ja, haben wir es auch geklärt. Dann haben wir das auch geklärt, natürlich. Aber das trifft ja nicht auf jeden zu. Nee, natürlich nicht. Ich glaube auch, dass viele gar nicht wissen, was sie wollen. Ich glaube, das wissen ganz viele Leute gar nicht, was sie wollen. Ja, deswegen muss man rumprobieren. Ja, aber ich glaube, so oft probiert man gar nicht rum. Also
ich denke, es fehlt an Kommunikation ganz oft. Das und, auch. Und wirklich, und da bin ich auch der festen Überzeugung, wenn Sex scheiße ist, kannst du eigentlich das ganze Ding schon an ACTA schicken. Brauchst du gar nicht weitermachen. Du meinst die Beziehung? Ja, kannst du komplett an den Nagel hängen. Ja, es gibt halt schon Menschen, die sagen, Sex ist jetzt nicht so wichtig. Ja, okay. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, also deswegen muss man halt auch da separieren. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das funktioniert nicht. Mm-mm. Weil das ist so viel Intimität und vor allen Dingen dient das auch dem Stressabbau. Und Stressabbau zwischen, glaube ich, zwischenmenschlich ist super wichtig. Ja. Und wenn da nichts geht, boah, kannst du gleich eintüten, die Scheiße. Ey, wenn du einen Monat oder... Klingt so böse. Bitte? Klingt so böse. Nee, ist einfach realistisch, das ist nicht böse. Ja. Na, wenn du, ganz ehrlich, wenn du einen Monat oder zwei, wenn da nichts geht, dann geht ja schon mal nichts, weil der andere dich sexuell nicht mehr attraktiv findet. Das ist ja schon mal das erste Signal, was du sendest. Weil egal, wie viel du arbeitest, wie viel Stress du hast, egal, was in deinem Leben passiert, du findest den anderen immer sexuell attraktiv, dass du zumindest, weiß nicht, fix mal unter der Dusche oder was auch immer irgendwo fix Sex haben kannst. Wenn das nicht mehr läuft, ist das eigentlich schon eine scheiß Totgeburt. Ich hätte damals einen gehabt, der mit dem war ich Fähre zusammen. Hoffentlich hört er das nicht. Oh. Das war die Hölle. Es war so langweilig und wirklich so, ich meine, abgesehen davon, dass wir eine Fernbeziehung hatten, aber gerade wenn man eine Fernbeziehung hat, muss man ja denken, boah, Alter, dann geht's ja richtig zur Sache, wenn die sich nach 2, 3 Wochen wiedersehen, Alter, boah, geil. War aber halt gar nicht, so. Das war so... 4 Jahre hast du das mitgemacht? Ja, deswegen habe ich halt gerade gesagt, es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, ja, okay, ist mir egal, solange das andere läuft. Aber irgendwann, also nach 4 Jahren, habe ich doch gesagt, boah, kann 4 Jahre hast du das mitgemacht? Ja, 4 Jahre. Ey, bei mir ist bei 2 Monaten, da wird schon mal die erste Frage gestellt, was das hier überhaupt für eine Veranstaltung ist. Ja. Nee. Vier Jahre. Wie alt warst du da? Von 18 bis 22. Ja, okay, da bist du ja noch grün in den Ohren, weißt ja eh nicht, was du willst. Ja, schon so ein bisschen. Das war mein zweiter Freund. Du hast aber ja nur so lange Dinger, oder? Hm, der erste war 5 Jahre. Von 13 bis 18, der zweite, ja, von 18 bis 22, ja. Oha. Und danach habe ich mich ein bisschen ausgetobt und dann war ich wieder in einer Beziehung mit 3,5 Jahre. Ja, ich bin eigentlich so ein langer, also ich bin halt schon so, ich habe gerne Beziehungen und stecke da viel Energie rein. Also für mich ist dieses Freigeistmäßige, ist nicht so für mich. Also ich brauche nicht so diesen ständigen Partnerwechsel oder weiß ich nicht, bin ich nicht so für tatsächlich. So, wenn ich jetzt sage, ich habe mich ausgetobt, dann denken wahrscheinlich, boah, Alter, die hat direkt 10, 20 Typen gehabt. Nee, dann hatte ich 2. 3. Dann hatte ich 2. 2 war's. Ja. Oh. Also ich glaube, also wenn ich so nachdenke, ich glaube, mein längstes war 3 Jahre. Das war einmal und danach ist immer, bei mir gibt es immer so einen goldenen Punkt. Und der goldene Punkt ist meistens so 1 Jahr. Und nach 1 Jahr hört meistens so dieses Verliebtsein auf, so nach ein paar Monaten. Und dann realisieren die Leute, dass das halt Arbeit wird. Also Arbeit im Sinne von, dass du, naja, jeder hat halt sein Leben und manchmal ist es stressig und da kommt es halt darauf an, zu kommunizieren und gemeinsam irgendwie was zu machen. Ja. Und da hört es bei mir immer auf. Und immer, also es ist wirklich so, no shit, nach 1 Jahr kriegen die alle die Krise. Also es ist kein Scherz jetzt. Mit dir? Nee, nicht mit mir. Die kriegen dann einfach einen Rappel im Leben. Also entweder arbeiten die super viel, rutschen in Depressionen ab oder also wirklich original die... Ich glaube, letzten 2, 3, da ist das original so passiert. Und dann denkst du, da stehst du halt wirklich davor. Also ich würde mal sagen, ich bin schon ein sehr guter Partner, möchte ich meinen. Mhm. Mittlerweile. Also früher nicht, aber mittlerweile schon. Und da kriegst du echt, denkst du dir immer so, was ist denn da los? Es ist jedes Mal so immer 1 Jahr, 1 Jahr, 2 Monate und dann geht die Scheiße los und dann ist vorbei. Ja gut, aber es liegt jetzt, muss ja nicht an dir liegen, nee, oder du hast halt einfach ein Faible für solche Menschen. Ja, wahrscheinlich kriege ich immer die ganzen kaputten Hühners. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht strahle ich das aber auch, dass bei mir immer nur kaputte Hühners kommen.
Ich bin sehr gespannt, wie viele Nachrichten du hier nachbekommst. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich aber, ich glaube, ich mache auch den Eindruck, dass ich nicht angesprochen werden möchte. Vielleicht ist es auch das. Ja, machst du. Ehrlich? Ja, deswegen meine ich ja so, dieser seriöse. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ja, das trifft's gut, ja. Ja. Aber was strahlt das denn aus? Da bin ich ja jetzt mal gespannt, naja, aus deiner Perspektive. Weil alles, was du so machst, ist halt so professional und so unantastbar und so wenig privat. Deswegen finde ich das mit dem Podcast cool, weil du dir mehr Sachen erzählst. Ja. Okay. Ha. Das ist eine interessante These. Findest ja. du? Ja, klar. Wenn ich deine Insta-Stories angucke, okay. Du redest die ganze Zeit irgendwas und dann denke ich so, okay, keine Ahnung, was der redet. Ich mache einfach weiter, der redet mir zu viel. Ach, soll ich nur reden? Keine Ahnung. Zeig doch mal was so von dir. Keine Ahnung. Zeig doch mal naja, was so, also wenn du halt so von diesem Ding, wenn ich jetzt so überlege, okay, wie du von diesem Ding wegkommen könntest, dann wären das halt so diese Faktoren. Weiß ich nicht. Der redet so viel, aber dafür ist das doch da. Ja, aber keiner hört sich 8 Storys, okay, doch, natürlich, aber keiner hört sich nur 8 Storys durchgehend weg, wo man nur... Aber vielleicht ist das ja interessant. Ich meine, Leute hören sich auch 1,5 Stunden unseren Podcast das an. Stimmt, aber Insta-Stories, wenn ich jetzt auf Instagram gehe, dann gehe ich persönlich durch Stories nicht, weil ich mir die Stories irgendwelche Geschichten anhören will, sondern dafür sind Podcaster, sondern weil ich gucken will, was geht gerade in dem Leben der Leute ab. Ja, wenn du da mal zuhören würdest, dann würdest du auch feststellen, was da abgeht. Ja, aber dafür du schaffst ja nicht mal 8 Slides. Ja, nee. Du schaffst ja nicht mal 8 Slides, ey. Egal von wem, egal wie sehr ich mich für diese Person interessiere, selbst wenn ich mit dieser Person zusammen bin oder in diese Person verliebt bin, ich gucke mir nicht das an. So geht's vielen. Kurz und knackig, wenn man was erzählt. Und das ist jetzt so dieses seriöse Ding, ja? Naja, das ist so, du zeigst halt nicht so viel so. Na, was willst du denn sehen? Also jetzt mal aus deiner Perspektive, was willst du denn sehen? Zum Beispiel, keine Ahnung, was weckt den Eindruck darauf von wegen, ey Leute, man kann mich doch ansprechen. Ja, dann jetzt bin ich ja mal gespannt, Jen. Jetzt hol mich Ahnung, mal ab. Was für Storys, wie du deine Katze kraulst? Ich poste jeden Morgen ein Katzenbild. Ja, aber keine Storys, wie du sie kraulst, so Video. Wenn meine Katzen schlafen, dann schlafen sie. The fuck? Okay, wie du dein Essen machst. Okay, ja. Das sind so Dinge, ja? Na, das sind private Einblicke, wo man denkt, okay, man ist so ein bisschen dabei in seinem Tagesablauf. Okay. So dieses Tagesablaufsding. Damit eröffnest du dir so eine private Pforte. Also ein bisschen Personality zu dir. Personality, sagst du. Personality. Curse away. Curse away. Curse away. Ei, Karamba. Das habe ich noch nie verstanden. Das sagen sehr viele Menschen übrigens auch über mich. Sehr viele. Was genau jetzt? Na, dass das immer so unantastbar ist. Ja, richtig. Finde ich aber gar nicht. Ja, da kommt man dann darauf, wenn man sich mehr mit dir befasst. Aber auch so, also ich wüsste jetzt nicht, wann man diesen Eindruck vermittelt, weil ich wirklich, glaube ich, ein sehr offener Mensch bin. Ja, aber gleichzeitig bist du so ein sehr nach außen hin verschlossener Mensch. Jen, wolltest du mich schon immer mal was fragen? Du hast jetzt die Möglichkeit dazu. Nee! Ach so, aha! Nee, es geht ja nicht darum. Es geht einfach um dieses... Aha. Weißt du wie? Deswegen werde ich mir die Hand ins Feuer legen, dass viele Leute nach dem Podcast auch sagen... Krass, so habe ich Disney noch nie wahrgenommen oder so habe ich ihn nicht eingeschätzt oder jetzt erfahre ich so viele Sachen über Disney, die ich in 3 Jahren nicht erfahren habe. In 9. Das stimmt nicht, Jen. Ja, vielleicht folgen dir welche seit einem Jahr. Ja, das ist richtig. Aber da muss man halt einfach fragen. Also, ja. Ja. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Also, was heißt älter? Meine Prioritäten sind halt anders. Ich muss jetzt nicht irgendwelchen, also
Also ich muss jetzt nicht das x-te Mal von meinem Stau in Berlin erzählen und eine Flappe dazu ziehen. Ja, aber oder das irgendein ist, Bild ja. posten und darunter so ein Self-Care-Text schreiben. Ey, wenn ich schon sehe, dass Leute in Instagram-Stories Texte schreiben, werde ich immer ganz fuchsig. Oh, ich habe eine schöne Hausaufgabe für dich. Hau ab mit der Scheiße. Ich mache keine Bilder und schreibe da irgendwelche Texte drunter. Dizzy. Ich habe für so einen Plunder keine Zeit. Ich liege nicht auf der Couch und tacker da 300 Texte rein. Ja, aber rein. Weißt du was? Was dir denn? Fallen jetzt die 30 Minuten TikTok weg. Oh nein, ey, hau ab mit der Scheiße. Oh, warte mal, meine. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen an meiner Uhr. Ich gucke kurz drauf und mach sie weg. Ja, cool. Nice. Ich habe sowieso erstmal, TikToks machen jetzt. Das muss ich auch erstmal machen. Oh, ja, jetzt also ich würde sagen, du baust jetzt mal so ein bisschen dein Social-Media-Leben aus. Oh Gott, okay, let's go. Das bedeutet, du hast ja gesagt, du willst ja erstmal diese TikToks machen. Ist ja okay, dass du machst ja von dem Podcast die TikToks. Das ist okay. Von so welchem Podcast? Naja, hier so, hast du ja gesagt, so aus den Ausschnitten hier so, oder? Ja, ich habe auch eigene Sachen, die, glaube genau, ich, gehen. Genau, so, aber die übernächste Stufe, die wir dann irgendwann mal angehen werden, wenn du soweit bist, ist, dass du TikTok-Trends machst. Aber da sind wir noch nicht, da arbeiten wir drauf. Ich muss das für die Leute, die Audio hören, kurz erklären, mein Mittelfinger ist gerade sehr stramm in der Luft. Auf jeden Fall, genau. Also dadurch, dass du ja so nur die Clip-Ausschnitte und so machst, ist das ja jetzt nicht, wo ich sage, okay, du gehst jetzt unter die TikToker. Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen dein Social-Media-Leben aus und mach's mal jetzt, in dieser einen Woche. Machst du. Ich muss mal ganz kurz zu meinem Handy greifen, was du auf deinem Instagram-Feed so postest, um mal kurz zu analysieren. Oh, jetzt geht's los. Ihr professionelles Bild vom 7. Februar, das ist über einen Monat her. 12. Januar, 24. Dezember, eieiei. Okay, genau, das sind alles so diese professionellen Bilder, also von deinem Racing-Ding. Das sieht geil aus, super professionell. Das andere Bild, auch so eine professionelle Aufnahme. Ja, Motivation, cool, du im Anzug, auch wieder super seriös im Anzug. Ja, hier ist ein Selfie mit einem Vergleich zu dir, sehr, sehr nice, das ist ein guter Post. Ja, du machst so viel Motivationskram, das ist gut. Ich mach kein Motivationskram. Ja, doch schon so ein bisschen. Ich schreib scheiß fucking Tagebuch. Ja, das ist gut. So, jetzt probierst du mal, Jetzt geht's los. Mach mal zwei Posts. Habe ich zwei Hausaufgaben? Nee, das ist eine Hausaufgabe. Zwei Posts. Ja, aber was ist mit dem TikTok-Scheiß? Ja, das ist ja eine Sache, die du ja von dir aus machst. Ach so! Wir brauchen von dir Posts aus deinem Alltag. Alles klar. Zum Beispiel du mit deiner Schüssel Müsli oder du vorm Spiegel oder wie vorm Spiegel? Ja! Aha, jetzt geht's los, okay. So, und deine Stories. So, guck mal hier, Story. Ich werde komplett auseinandergenommen. Story, du redest. Natürlich rede ich. Ich bin heute Nacht eingeschlafen auf der Couch und habe nochmal kurz ein bisschen erzählt. Ja, nee, warte. Also, mach mal Stories, nicht nur von dir in deinem Gesicht, wie du redest, sondern mach mal so, jetzt bin ich gerade aufgewacht. Das Erste, was ich jetzt mache, ich werde jetzt mir erstmal die Zähne putzen, bla bla. Und dann machst du eine Story von dir, wie du gerade Zähne putzt. Und dann kannst du so Musik drüber legen und sowas. Und dann kannst du so schreiben, und was macht ihr gerade um die Uhrzeit? oder wie du dein Essen gerade machst. Oder dass du gerade die Luft genießt, so ein bisschen vom Himmel oder so. Ich meine ja nicht so, guck mal so schön, da die Bäume. Sowas, was du gerade siehst. Das wird eine wilde Woche. Ich bin sehr gespannt. Das wird eine sehr wilde Woche. Ja, wird es. Okay. Sehr gut. Ja. Leute, ihr wisst jetzt, wem ihr jetzt auf Instagram zu folgen habt. Das wird eine sehr wilde Woche. Eigentlich müssen wir den Podcast dann heute rausballern, damit die Leute Bescheid wissen. Theoretisch müssen wir das wirklich tun, ja. Gut, das machen wir heute. Also machen wir jetzt immer montags und nicht sonntags? Das ist eine gute Frage. Oder machen wir jetzt mehr Folgen in einer Woche? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, wir haben noch keinen festen Plan. Nee, ich glaube nicht, nee.
Nee. Ich sehe uns schon irgendwann, weil uns das so viel Spaß macht, dreimal die Woche den Scheiß hier Ja, vielleicht aufnehmen. haben wir auch mal eine Krisensitzung und sagen, wir müssen jetzt reden. Oh, das würde ich fühlen. Ja. Das würde ich fühlen. Und dann muss das Ding raus. Ich habe eine Frage, Jen. Okay. Das muss ich jetzt, obwohl, nee, das frage ich nachher. Das frage ich, Oh das Gott. gehört hier nicht, das gehört hier nicht her. Das ist nur so eine Anwendungsfrage, aber ich glaube, du bist bei diesen Anwendungen, was auf Telefon geht, besser aufgestellt als ich. Also machen wir danach. Okay. Okay, was ist denn deine Hausaufgabe diese Woche? Also, ich bin die ganze Zeit in meinem Self-Care und Self-Modus sehr so. Frühstück essen. Oh. Ey, Ja. ohne Scheiß, Jen. Die nächsten 7 Tage kein Handy nach dem Aufstehen bis zum Frühstück. Nichts. Auch kein Business. Nichts. Also du kannst gerne Podcast hören oder du kannst gerne Podcast hören oder dein Hörbuch ballern. Aber mehr ist nicht erlaubt. Bis zum Frühstück. Am Frühstückstisch? Auch nicht. Danach erst. Okay. Ich stehe jetzt die ganze Woche über um 8 Uhr auf. Mit Wecker? Mit Wecker. Okay. Damit ich dann direkt frühstücken kann, mit Lazy rausgehen kann. Und damit ich spätestens 9:30 Uhr am Handy sein kann und meine Nachrichten beantworten kann. Frühstückessen nicht vergessen. Ja, habe ich ja gerade gesagt, damit ich bis dahin fertig bin. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt auf Ja. deinen Bericht. Das wird wild. Ich finde dieses Hausaufgabensegment übrigens sehr schön. Ja, ist es auch. Es macht Ich sehr viel verkorkst Spaß. dein Leben und machst mein Leben besser. Ich glaube, mein Leben wird dadurch nicht verkorkster, sondern ich lebe einfach bewusster meinen Job. Das stimmt. Ich lebe einfach bewusster meinen Job. Also mal davon abgesehen, dass diese halbe Stunde TikTok gucken, komische Zeit ist und man sie sinnvoller nutzen kann. Aber das andere ist jetzt nicht weiter schlimm. Und außerdem ist Gut. es mal ganz nett von jemandem das zu hören. Ich bin immer noch sehr nicht peinlich berührt, aber etwas berührt, dass man das so wahrnimmt. Ja, kann ich mir vorstellen, weil du selbst wahrscheinlich nicht so darauf gekommen bist oder haben die, nee, du hast ja gesagt, das haben dir schon viele gesagt, oder? Ja, ein, zwei Menschen haben das schon mal gesagt, ja. Hm. Aber ich nehme das halt gar nicht so wahr. Nö, man nimmt viele Sachen an sich selbst nicht wahr. Ich So. finde eigentlich immer, ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch. Ja, bist du, wenn man sich mehr mit dir auseinandersetzt. Ganz komische Geschichte hier gerade. Ganz komische Geschichte. Ja, it is what it is. Ist das auch der Grund, warum du mich telefonisch nie kontaktiert hast? Ja. Ehrlich? Ja. Oh. Oh. ehrlich? Ja, ehrlich. Aber warum soll ich dir eine Telefonnummer geben, damit du dich nicht meldest? Ja, gut, aber das machen auch viele einfach nur aus Anstand. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das mache ich doch nicht aus Anstand, dann nehme ich das wahr, dass du das sagst. Aber mal nach meinen menschlichen Erfahrungen her, nehme ich das trotzdem so wahr, dass man das aus Anstand macht. Und wenn du mir sagst, ruf mich an, wenn du Probleme hast. Dann rufe ich dich nicht an, wenn ich Probleme habe. Weil ich einfach denke, nee, das hat er nur gesagt, wegen einfach, weil man das halt sagt. So, oder wenn ich Technikprobleme habe, rufe ich dich ungern im Stream an oder so. Du hast gesagt, ja, mach einfach. So, ich mache das ja jetzt mittlerweile auch. Vorher habe ich es nicht gemacht. Das ist ja auch Content, nicht wahr? Ja. Es ist ja auch Content mittlerweile. Inside. Das ist echt interessant. Also so habe ich das selber noch nie betrachtet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ne, schlecht? Nee, schlecht nicht. Es ist so vielleicht eine Bewusstseinserweiterung. Ja. Weil ich halt wirklich nie den. Also. Ich erzähle dir mal eine ganz witzige Geschichte, ja? Wir waren vor, ich glaube, 4 Jahren auf der DreamHack. Und ich bin gemeinsam mit State zusammen in ein Lokal gegangen, wo man sich freitags getroffen hat, nee, am Donnerstags getroffen hat für die Messe. Also, dass man mal so ein bisschen socialized und so.
Und wir beide haben an einem Achtertisch alleine gesessen und keiner wollte sich zu uns setzen. Ja. Habe ich bis heute nicht verstanden. Weil ihr zwei sehr seriöse Personen seid. Habe ich bis heute nicht verstanden, was da das Problem ist. Aber ey, ist okay. Wenn du das jetzt so erklärst, macht das halt schon gewissen Eindruck. Ich verstehe, ja. Bei Stay würde ich das auch sagen. Also bei Stay sogar noch mehr. Wir sehen uns da schon sehr ähnlich, ja. Extrem, aber bei ihm halt noch mal noch eine Schippe drauf. Es ist halt dieser gesunde Abstand, den man irgendwie wahrt, glaube ich. Genau, so das ist halt diese Professionalität einfach von euch beziehungsweise auch von dir. Und das nimmt man ja auch als Außenstehender halt wahr und überschreitet halt dann diese Grenze nicht, weil man die halt bewusst aufgezeigt bekommt, schon durch die Aktion. Durch das Auftreten auch im Internet. Also ich empfinde mich selber nicht als professionell, aber ist okay. Also Mhm, ja. doch, scheint aber sehr so. Okay, ich muss das wirklich nachfragen. Das ist nicht Fishing for Compliments, sondern einfach nur für mein Verständnis. Ja. Woran machst du denn die Professionalität aus? Woran mache ich Professionalität aus? Also, soll ich das jetzt so beschreiben als Mensch, der dich so im Internet sieht? Ja, Nee, also klar. ja, beschreib mich mal so, wie du. Versuch mal, mich so zu beschreiben, wie du mich als erstes, als wir uns kennengelernt haben, wahrgenommen hast. Jetzt bin ich ja gespannt. Okay, also ich habe dich das erste Mal wahrgenommen auf dem Rustplatz im RP. Da dachte ich, boah, was ist das für ein nerviger Typ? Im RP. Das ist übrigens super häufig so. Ganz Im viele. RP. Ja, das machen danach aber trotzdem immer. Von Rastplatz gibt es so viele Menschen, die mich nicht mögen, weil die mich gar nicht kennen. Ja, Aber fahre genau. fort. So, und dann, ich bin auch ewig, also nach Season 1 bin ich auch ewig nicht auf deinen Twitch-Namen gekommen. Also ich habe mich auch nicht so mit der Person dahinter befasst. Und ich glaube, die Befassung mit der Person dahinter kommt dann in Rustplatz Season 2, weil mir dann auch bewusst wahr wurde, also ich kannte dich nicht davor, aber dass du, wir haben ja dann auch mehr gemacht und alles, du warst ja damit bei uns drin. Da warst du mir dann schon sympathischer, aber ich war sehr, wie soll ich sagen, eingeschüchtert von dir. Oh. Gerade weil du halt auch viel sagst, was du denkst, was auch nicht immer positiv war. Ich sag dir es gerade ganz offen und ehrlich. Ja, bitte, So, hau rein. Hau dann habe ich mich mit dir, mit deiner Streaming-Personality befasst. Oh. Und hab dann geguckt und dachte, Alter, krass, was hat der für Technik? Was ist das mit dem Racing-Ding? Alter, krass, boah. Und wie du halt auch so geredet hast, so auch so, ich weiß nicht, du hast halt so diese imaginäre, bewusste Grenze gezogen, wo du sagtest, bis hierhin und da hinten halt nicht weiter. Was ja auch nicht schlimm ist. So, das ist halt einfach dein Ding und deine eigene Sicherheit von dir selbst. So, ich hab das zum Beispiel nicht. Ich hab das nicht. Ich platze einfach raus, ich erzähle einfach so. Bei mir haben die Leute das Gefühl, okay, das könnte die von nebenan sein, das ist eine Freundin von mir. Bei dir ist halt so dieses, man ist sehr eingeschüchtert von dir und du gibst dich halt schon sehr professionell. Du hast halt schon nach außen hin, sage ich mal, bewusst alles im Griff. Obwohl du streamst, hast du dein Leben im Griff und machst und disziplinierst dich selbst und ich weiß nicht so, ich würde sagen, dieses gesamte Konstrukt ist halt einfach so ein Ding, wo man sieht, krass, der hat das alles auf dem Kasten und das ist sehr professionell einfach. Und Professionalität schreckt halt auch manchmal ab. Obwohl es was Gutes ist. Kann auch sein, dass jetzt jemand sagt, hey, was labert die da? Mich schreckt das nicht ab, ich rede ja nur von mir jetzt. Das ist ganz schön verwirrend. Ich weiß. So, und jetzt befasse ich mich mehr mit deiner Person. Jetzt ist noch cooler. Jetzt kenne ich so ein bisschen Private Stuff von dir, wo ich mir denke, oh, er ist ja doch ein Mensch mit Gefühlen. Ja. Was soll das denn Naja, bedeuten? weil du bist immer so ein, weiß ich nicht, so ein unabhängiger, starker Mensch, was du auch bist.
Aber wenn du so ein paar Sachen erzählst, dann sehe ich dann trotzdem so diese Verletzlichkeiten von dir, auch wenn du die nicht zugibst. Was kommt denn? Oh, jetzt geht's ja los. Weil ich mit meinen empathischen Fähigkeiten analysiere. Ich bin übrigens hochsensibel, ja. Du bist hochsensibel. Ich nehme die Emotionen von anderen Menschen in meiner Umgebung wahr und nehme sie mir an und setze sie selbst um. Das heißt, wenn jemand in meiner Umgebung traurig ist, werde ich auch traurig. Echt? Ja. Okay. Oh, ich kriege ja gerade den kompletten Seelenstriptease. Aber schön, dass du hochempathisch bist und ich ja scheinbar Sorgen habe. Ganz tief in dir. Ganz tief in mir, ja? Ja, vergraben. Das fühlst du also, ja? Ich fühle das so ein bisschen. Das fühlst du, ja? Ja. Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst bin. Ich bin sehr schwer, in meinen wirren Gedanken zu beschreiben. Das kann nur ich nachvollziehen. Also, es ist schön, dass du das fühlst. Dass du meinen Schmerz fühlst, der nicht da ist. Aber das ja, ist okay. Aber ich weiß nicht. Ja, jetzt mal weg von dieser Schmerz. Ja, ja, das war okay. So die Analysesache. Also, es ist bemerkenswert, was Menschen scheinbar sehen, was gar nicht da ist. Ja. Also, dieses unsympathisch sein, das gibt sehr viel übrigens da draußen. Weil, yes. Ja. Ich weiß gar nicht, woher das entsteht. Ich habe mir bei Rustplatz Season 1 als auch 2 sehr wenig Freunde gemacht. Mhm. Und sehr viel Unsympathiepunkte gesammelt bei einigen Content-Creatern da draußen. Ja gut, aber RP sollte man halt nicht ins Real Life mitnehmen. Das ist absolut richtig, weil die das gar nicht auseinanderhalten können. Ja. Content können. Ich habe das wirklich super häufig. Also, das ist mir auch schon aufgefallen, dass sehr viele Menschen ein großes Problem haben, mit mir gemeinsam etwas zu machen. Was ich nicht nachvollziehen kann. Überhaupt nicht. Hm. Aber auf der anderen Seite kann ich schon nachvollziehen, weil ich glaube, nicht jeder möchte so einen abgebrühten Motherfucker in seinen... Entschuldigung, ach so, der Podcast ist explizit markiert. Die möchten, glaube ich, nicht so einen abgebrühten Motherfucker haben wollen. Weil ich halt auch wirklich brutal ehrlich bin. Ja, kann ich mir vorstellen. Schon? Dann ist das so. Dann ist das so, aber dann gibt es halt auch Menschen, die das halt können. Dann ist das einfach so. Also, das über die Jahre des Altwerdens im Internet, oh, wenn ich auf jeden Shit einen Shits geben würde, ne? Oh, dann wäre ich so viel am Kacken und Heulen. Ehrlich. Ja. Also, wenn ich mich damit beschäftigen würde, was andere Menschen über mich sagen oder über andere sagen, oh Gott, dann wäre ich den ganzen Tag eigentlich nur noch beschäftigt, mich mit so einer Scheiße zu befassen. Yep. Da bin ich auch gerade. Das ist ja auch mein aktiver Weg, dieses Wissen zu 120% zu manifestieren. Welches? Da keinen Scheiß drauf zu geben? Ja, ja, klar. Also ist ja im Grunde bei mir auch so. Manchmal erwische ich mich dann, wo ich denke, ah, vielleicht. Und dann wieder so, nee. Warum? Also wofür, weißt du? Ja. Ich empfinde es so, dass es wichtig ist, wenn dir Menschen nahestehen, dass die, wenn die was sagen, sollte das schon eine gewisse Gewichtung haben. Mhm. Ey, aber ansonsten lass doch irgendeinen Dulli im Internet irgendwelche Scheiße erzählen. Weißt du, das Problem ist, oft sind diese Menschen selber im Leben etwas angefasst und bewegt und können sich deshalb ihre Emotionen nicht unter Kontrolle halten und sagen dann solche Dinge. Aber ey, wen interessiert das denn? Ey, ob mich jetzt Fritz 24 aus Berlin Wedding nicht mag oder nicht. Na, schön, Fritz. Toll. Freut mich. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, das auch noch zu sagen. Prima. Aber ist das dann bei dir auch so im privaten Umfeld? Ja. Wo du auch sagst so, ja, okay, ich bin jetzt zwar mit dem befreundet, aber mir ist das egal, was er sagt? Ich selektiere sehr schnell das aus, ja. Mhm. Also ich bin da, es gibt auch wenige Menschen, die in meinem Leben rumfummeln. Und sich das vielleicht auch anmaßen, da drin rumzufummeln. Mhm. Also es ist absolut, also ich finde es okay und vernünftig, wenn Menschen dir Feedback geben, weil nur mit Feedback kannst du dich weiterentwickeln. Ja. Es gibt aber auch Momente, wo mir das einfach egal ist, ja. Also ich bin zum Beispiel,
ich bringe mal ein gutes Beispiel. Ich bin ein sehr guter, also aufgrund meiner kühlen und reflektierten Art fragen oft Menschen nach Rat. Mhm. Also gerade, was zum Beispiel zwischenmenschliche Dinge angeht, obwohl ich überhaupt nie lange eine Beziehung habe und bestimmt auch nicht der, weiß ich nicht, Beziehungsmensch bin, also ich habe nichts vorzuweisen, fragen Menschen um Rat, weil ich so abgebrüht bin, was das angeht, dass die Leute diesen Einblick halt haben wollen. Wenn bei mir aber einer rumfummelt, dann kommt immer so ein, wie soll ich das beschreiben? Entschuldigt, wenn ich da jemanden wehtue mit, aber das ist immer so ein Wischi-Waschi-Scheiß. Mhm. Ja, und dann kann ja das und dies und jenes und zapzerab und dann ist mir das immer, das ist mir schon wieder zu viel. So, was soll ich damit? Ich muss was entscheiden und ich muss in meinem Leben irgendwas, was, also ich will ja nicht mich 10 Jahre mit dem Scheiß beschäftigen. Und da bin ich dann schon, da höre ich dann meistens nicht drauf. Nee. Ist auch, pass auf, hier kommt ein guter Gag. Zum Beispiel, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Jeder hat eine andere Angehensweise. Jeder hat eine andere Toleranzgrenze und jeder fühlt anders. Mhm. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem hätte und ich würde eine sehr gute Freundin fragen, die verheiratet ist und mit ihrem Mann ewig zusammen ist, sieht die Dinge ganz anders als die Person, die es eigentlich betrifft, mit der du zusammen quasi liiert bist. Das heißt, sich von anderen Menschen zum Beispiel Ratschläge zu holen, ist meistens eigentlich ein Schuss in den Ofen. Ja. Weil jeder anders ist. Wenn du jetzt aber spürst, so, okay, der tickt so ähnlich wie ich, dann kannst du das ja machen. Aber diese ganzen Ratschläge holen oder wenn Menschen generell sich immer Ratschläge geben wollen, dann muss das nicht immer unbedingt funktionieren. Ja, das habe ich auch viel zu oft gemacht. Ich hab mir viel zu viel Ratschläge geholt. Das hat mich irgendwann letzten Endes auch voll abgefuckt. So zum Beispiel jetzt meine letzte Trennung war auch so, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, warum habe ich mir eigentlich von so vielen Leuten, also auch wenn es im Endeffekt richtig oder falsch war, so viel Input, also so richtig viel Input geben lassen. So, das ist auch total dämlich so. Weiß ich nicht. Fuckt irgendwie auch ab. Ja, deswegen lasse ich mir auch immer nicht so viel da drin rumfummeln überall. Ja. Das haut halt, also es ist okay, aber du musst dich auch irgendwann selber mit deinem Scheiß befassen. So. Ja. Du musst ja, also bin ich ja mal, dann nicht, du musst, das klingt immer so, du musst oder das ist der allgemeingültige Weg, das stimmt nicht, aber das ist so mein Weg. Du musst, wenn du sitzt und atmest, musst du Ruhe im Kopf haben. Da muss Ruhe sein. Ja. Und wenn du das nicht alleine hinkriegst und immer irgendwas brauchst oder immer irgendwen brauchst, könnte es eventuell schwierig werden. Mhm. Aber wenn du ständig irgendwas in deinem Kopf drin hast, weil irgendwer dir irgendwas reingepflanzt hat zu irgendwelchen Sachen, dann wirst du nie deinen Frieden finden. Und ich denke, dass der innere Frieden super, super wichtig ist, um im Einklang mit der Welt zu sein. Und rational denken zu können. Oh, rational denken ist das Geilste, was es gibt. Ohne Witz, rational denken ist das Geilste, was es gibt. Ich sag dir es so, wie es ist. Ey, lösungsorientiert arbeiten ist einfach so geil. Ja, ne? Ich konnte gestern zum ersten Mal kurz und knapp entscheiden, ob ich jetzt Döner oder McDonald's esse. Ich habe mich einfach für McDonald's entschieden. In Hand umdrehen, rational. Eigentlich brauche ich dafür länger. Okay. Ja. Ich meine, das ist eine Cheap, weil jeder fängt klein an. So. Richtig. Jeder fängt klein an, also ich bin stolz auf dich. Schön. Dass ich mich entscheiden konnte. Finde ich gut. Ich bin stolz auf dich. Du lachst, aber man fängt mit Kleinigkeiten an. Ja, I know. Bis du irgendwann bei den großen Brummern angekommen bist. Und dann geht das auch so. Was sind dann die großen Brummer? Ein großer Brummer wäre zum Beispiel, also ich glaube in deinem Fall jetzt, Beziehung läuft scheiße und ich muss mich trennen. Ja. Das ist ein großer Brummer. Das ist ein sehr großer Brummer. Ob ich heiraten möchte, ist ein großer Brummer. Ob ich mir für eine Mille einen Kredit aufnehme, um für meine Zukunft was zu tun. Mhm. Und ein Haus kaufe und das vermiete und das abzahle für den Rest meines Lebens. Das ist ein großer Brummer. Und dafür brauchst du Eier aus Stahl und dafür musst du mega rational sein. Da musst du richtig abgebrüht für sein. Das sind große Brummer.
Und diese Brummer mag ich am liebsten in 2 Minuten entscheiden. Das ist ja, du bist ausgelevelt. Overskilled. Naja, am Ende des Tages so, dieses ganze Hin und Her, Kreuz und Quer, also das trifft, muss man immer dazu sagen, das trifft nicht für jeden zu, weil jeder Mensch ist im Kopf anders. Jeder. Es gibt Menschen, denen fällt das super schwierig und die müssen sich auch nicht schlecht fühlen. Da sind halt im Kopf, im Gehirn andere Sachen verdrahtet so. Mhm. Für mich jetzt beispielsweise, wenn ich mich dazu entscheide, sagen wir einfach mal für eine Mille einen Kredit aufzunehmen, ein Haus zu bauen und da wohnen Leute drin, dass man das vermietet für die Zukunft, dann muss ich ja eine Mille abzahlen für den Rest meines Lebens. Ja. Wenn ich mich dazu aber entschlossen habe, dann mache ich das auch. Und dann wird halt durchgeballert, bis das fertig ist. Für die Kinder später oder für die Frau, für Vater, also Großeltern und so. Dann wird das halt durchgeknallt. Brummer-Entscheidung. Bitte? Brummer-Entscheidung. Na klar. Ich kategorisiere jetzt jede Entscheidung in mein Level ein. Bis du denn dein Wunschlevel erreicht hast? Ja. Ich meine, am Ende, du, ganz ehrlich, wenn dir sowas hilft, ne? Essen entscheidend, damit man da. Na, Essen entscheidend ist ja eine Noob-Entscheidung. Ja. Das sind... Oder... Ja? Oder ob man jetzt den Fernseher in den Schlafzimmer räumt, oder nicht? Ohne Witz, ne? Da wäre mir fast der Helm geplatzt. Ey, das war eine halbe Stunde Zeit, die wir einfach gewastet haben für nichts. Ja. Oh, da kriege ich die Motten, wenn Menschen sowas machen. Ohne Witz. Also wärst du meine Partnerin gewesen, ne? Ich hätte dich so zusammengefaltet. Ich hätte dich wirklich so zusammengefaltet. Dadurch, dass ich nicht dein Partner bin, sondern nur ein Kumpel oder ein Freund, habe ich dazu nichts gesagt. Hm. Sondern habe eine halbe Stunde gewartet. Hm. Wäre ich dein Partner gewesen, ich hätte dich so zusammengefaltet. Dann hätte ich dich zurückgefaltet. Ja, hättest du machen können, aber dann wäre die Scheiße vom Tisch gewesen. In 5 Minuten und nicht in 30. Um das kurz nochmal zu erklären für die Menschen da draußen, Jen wollte sich einen Fernseher an die Wand machen und das waren 55 Zoll und der passte dort nicht hin. Dann haben wir eine Alternative gesucht, wo der eventuell rankam und das sah scheiße aus. Dann habe ich Jen gesagt, hey Jen, ich habe nur einen 40 Zoll Fernseher, wollen wir tauschen und ich gebe dir extra Geld und kaufe dir den ab. Dann irgendwann im Laufe des Gesprächs kam auf, wollen wir das ins Schlafzimmer stellen, weil der im Schlafzimmer ist nicht mehr so gut, da ist ein bisschen Bild eingebrannt. Und das ging 30 Minuten lang, bis ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, pack die Scheiße jetzt endlich aus dem aus dem Schlafzimmer raus, stell den da rein und wir machen weiter. Also am Ende des Tages habe ich Jen die Entscheidung abgenommen. Ja. Meine Herren, ganz wilde Geschichte, sage ich euch. Ja, damit kann ich super abgenommen. Damit kann ich super schlecht umgehen. Also gerade auch zum Beispiel, das ist so ein richtig gutes Beispiel. Schatz, was möchtest du essen? Ja. Ist mir egal. Okay, dann gehen wir jetzt asiatisch holen? Nee, das will ich auch nicht. Ja, genau. Ich will Sushi. Ey, weißt du was? Dann stell mir diese beschissene Frage nicht. Stell sie mir einfach nicht. Dann sag, was du willst und dann holen wir das. Ja. Weil das ist so, wirklich, ich bin super, super, super pragmatisch. Wenn Frau Schmerzen hat, was brauchst du? Wir fahren los, egal welche Uhrzeit und das wird erledigt. Ist irgendwas nicht okay in deinem Leben? Fix die Scheiße. Also, weiß nicht, hast du 10.000 Tonnen Überstunden und du weißt nicht, wo hinten und vorne ist? Try to fix that shit. Ja. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, das Leben ist nicht einfach. Also, ich möchte nicht sagen, dass Dinge im Leben einfach sind. Man kann aber auch nicht immer davor weglaufen. Ja, manche Menschen haben halt Entscheidungsschwierigkeiten, inklusive mir. Ja, das gewöhnen wir dir ab. Ich habe schon die nächste Hausaufgabe. Ich werde ein anderer Mensch. Nee, wirst du ja nicht. Bist ja immer noch derselbe Mensch. Und die verbesserte Version. Naja, du wirst halt auch älter und weiser. Ja. Ich meine, wie alt bist du? 27 jetzt? Ja. Naja, guck mal. Haben wir noch 10 Jahre mehr Lebenserfahrung? Ja, also mit 27, also da denke ich manchmal richtig krass, wenn ich irgendwelche Mädels sehe mit 25 oder so. Alter, die kommen mir vor wie Weisheit wie mit 40 oder so. Da frage ich mich, warum? Da fühle ich mich wie so ein kleines Pups-Ding. Ja, weil du halt aber auch jeden Tag fucking TikTok 1 Stunde konsumierst und dich nicht bildest. Ja. Weisheit kommt mit Bildung. Und wenn du dich nicht bildest, kannst du nicht weise werden. Ich gucke jetzt Dokus. Machst du wirklich?
Also letztens haben wir im Stream eine Doku geguckt von, wie hieß sie? Keine Ahnung, von 1970, der Blick ins Jahr 2000. Ah. Und? War erschreckend? Und gestern mir am Handy abends noch eine Doku über das chinesische Tierreich reingezogen. Ich bin eingeschlafen. Ist doch egal. Ja. Jen. Bildung, Alter. Ja. Übrigens, Intelligenz macht übel sexy, ne? Und dann bin ich ja. Ist wirklich so. Nun. Intelligenz macht übel sexy. Ja. Mehr als Aussehen. Nee, für mich ist es die Ausstrahlung. Das ist ja auch Intelligenz. Spielt ja mit rein. Selbstbewusstsein und Ausstrahlung ist Intelligenz. Natürlich, weil die Leute ja wissen, wie sie sich geben. Ja, gut. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Pass mal auf, du wirst irgendwann im Laufe dieses Podcasts eventuell ein absolutes Topmodel. So eine richtige Sexgranate. Meine DMs, ich sehe sie schon platzen. Ja, die machen es auch jetzt schon, oder nicht? Naja. Naja, siehst du. Aber vielleicht kriegst du dann irgendwann die eloquenten Männer, weil die dich einfach nicht mehr verstehen. Und dann kommen die Schlauen, die dir, also intelligenten oder eloquenten, die dir boah, vernünftige Komplimente machen. Ich habe jetzt auch schon eloquente Männer, aber ich beantworte halt bei sowas nicht. Prinzipiell. Also, das ist bei mir das Prinzip. Ich gehe nicht gar nicht drauf ein. Das ist übrigens auch eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, worüber ich danach. Ach so, doch, ja, weil ich die TikToks geguckt habe, ich darüber nachgedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Frau optisch schön findet, optisch, ja, und du würdest sie einfach gerne schreiben, weil dich das anzieht Ja. und weiß ich nicht, man vielleicht das Gespräch sucht, um zu gucken, wie das dahinter aussieht. Ja. Wie, pass auf, wie würdest du eloquent in die DMs reinsliden? Oder auch bei einem Mann. Die Frage würde ich dir nämlich gerne mal stellen. Bei dir wäre es dann Mann oder Frau, je nachdem, was du. Jetzt leg mal los. Also, ich würde halt nicht gar null auf die Optik eingehen. Also, wenn ich früher Männer angeschrieben habe, dann bin ich nie, nicht einmal auf die Optik eingegangen. Ich habe mich immer mit der Person befasst, je nachdem, was sie von sich preisgegeben hat. Und dann bin ich auf so eine Thematik eingegangen und ich komme immer mit Meinungen zu einem Thema, was die Person gerade irgendwie angeschnitten hat. Weiß ich meine? Also so starte ich ein Gespräch mit meiner Meinung zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Aber nicht, du bist mir schon aufgefallen, du bist ein schon sexy Du bist Motherfucker. mir schon. Das würde ich übrigens sehr Also. fühlen. Du was? Doch, das würde ich sehr fühlen. Doch, weil ich glaube, manchmal würde ich das wirklich fühlen. Du bist mir aufgefallen. Ich mag gerne so plump zwischen Mann und Frau manchmal. Also, ich mag das manchmal sehr, wenn es einfach plump ist. Nicht, ja? Ja. Ich Aber nicht. ich mache das andersrum gar nicht. Ja. Also überhaupt nicht. Aber ich finde das, wenn es plump ist, manchmal schon ganz gut. Nee, ich nicht. Also wie gesagt, also auf was ich halt so schon eher eingehe, ist halt wirklich so dieses in ein Gespräch rein. Weil das Schlimmste ist, ey, du siehst voll geil aus, boah, geile Titten, boah, geil, boah, Alter, du siehst so, boah. So denkst du, okay. Oder, hi, was machst du? Wie geht's dir? Darf ich dir eine Frage stellen? Das sind so. Du hast doch schon zwei Fragen gestellt. Ja, das ist das Schlimmste. Hi, darf ich dich was fragen? Dann antworte ich nicht, hey, klar, mach doch. Also klar, könnte ich machen, aber mache ich nicht. Also ich müsste dir mal wirklich eine Woche lang mein Postfach zeigen. Das ist, weiß nicht. Das hört sich fast an wie Greatest Hits Social Media. Ja. Special Episode. Es ist, ich weiß nicht. Oder so diese Google-Copy-Paste-Anmachsprüche. Ich meine, klar, die meinen das wahrscheinlich nicht ernst, hoffe ich zumindest. Ich glaube, das ist so eher dieses, ha, guck mal, bin ich nicht lustig? Ich habe dir einen Anmachspruch von Google geschickt. Ja,
Und dann, um dann zu zeigen, dass dieser Mann Humor hat oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah ja. Ja, es aber. Es ist schön, mal diese Einblicke zu bekommen. Das freut mich sehr. Ja, aber jede Frau ist halt unterschiedlich, ne? Es gibt auch Frauen, die gehen auf jede einzelne Nachricht ein. Ich geh wahrscheinlich mal auf eine Nachricht von 100 ein. Toll. So, dann sagt man. Du mir auch immer nicht. Nee, aber dann sagen mir die Leute, ja, du bist voll eingebildet. Ja, deswegen Oh, Schnapp, ich habe alles ausgemacht aus Versehen. Ups. Oh, oh, oh. Was? Ich habe gerade einfach alles ausgemacht hier, also mein Ton. Okay. Deswegen antwortest du mir ja auch immer nicht. Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Ja, ist schon okay. Also ich antworte jetzt ja weniger, weil ich ja jetzt weniger an meine Handys Ach gehe. So, deswegen antwortest du mir weniger jetzt. Ja. Okay, cool. Ja. Merke ich mir. Ja. Ist okay. Nein, gar nicht. Ich antworte doch. Ist okay. Ich antworte noch nicht sofort. Mhm. Also ich bin gerade am Handy. Okay, ich habe damit kein Problem, alles gut. Hä? Lebe dein Leben bewusst, das ist viel schöner. Ja, mach ich doch. Das ist doch top. Ich geh gleich raus in die Sonne wieder. Hast du Frühstück gegessen heute schon? Nee, ich hab Hunger. Weißt du, um 10:30 schon müde. Okay. Das ist 11:30, ja. Ich habe gerade auf meine Uhr geguckt. 11:30. Okay, das Ding ist halt, wollen wir noch ein bisschen, noch krasser machen, die Hausaufgabe? Was denn? Versuch mal, die ganze Woche lang sehr, 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 sehr viel Wasser zu trinken, aber nicht Wasser mit Geschmack oder sonstiges dergleichen. Aber ich habe doch Waterdrop. Und weniger Koffein. Ich trinke gar kein Koffein. Und dann versuch mal alles, was so mit Burgern und sowas zu tun hat, wegzustreichen und erstmal. Jetzt übertreibst du. Ey, ohne Scheiß, Jen. Ohne Scheiß. Was ich dir. Warte. Also musst du nicht machen. Ist nur ein Vorschlag. Was ich aus einem Jahr Sport und gesunde Ernährung gelernt habe, ich brauche nicht mal Koffein, um wach zu sein. Weil du niemals dieses Tief, wenn du trinkst ja sehr viel Limo und sowas, ne? Ja, schon. Und dadurch steigt ja dein Insulinspiegel an und der fällt ja auch irgendwann wieder runter. Und immer wenn der runterfällt, wirst du müde. Okay, aber Wasser mit Sprudel darf ich trinken? Ja, natürlich, klar. Also ich trinke ja auch Wasser mit Sprudel. Ey, du wirst dich wundern, ohne Scheiß. Jetzt mal, jetzt ohne Flachs. Manche Menschen werden sich wundern, wie krass das ist. Ich hätte das auch im Leben nicht erwartet. Ich habe das jetzt zum Beispiel, ich habe ein Selbstexperiment gemacht. Für eine Woche habe ich jeden Tag 0,5 Liter Cola getrunken. Cola Light. Ja. Ich war jeden Nachmittag ab 14, 15 Uhr war ich müde. Jetzt trinke ich es nicht mehr. Ja. Und mein Insulinspiegel ist ja dadurch dann gleich und ich werde nie müde, bis ich abends ins Bett gehe. Ohne Kaffee, kein Koffein, kein Zucker, keine Süßigkeiten. Das ist einfach... Ich probiere es. Also das heißt ja nicht, dass du nicht mal was in die Richtung konsumieren darfst. Also ich meine, ich esse auch manchmal... Was haben wir noch mal bestellt, als du hier warst? Was haben wir noch alles gegessen? Ja, das ist ja für mich dann die Ausnahme, genau. Ach so. Ja, aber das ist ja auch okay, das darf man ja auch. Also okay. Was heißt das, darf man? Ja. Das Ding ist halt, das mit Limits zu machen, ist eh bescheuert. Aber wenn du das irgendwann für dich selber mal kennenlernst, wirst du feststellen, wie fancy das eigentlich ist. Also wirklich. Es bedarf am Anfang ein bisschen Disziplin, bis man sich dran gewöhnt hat. So. Aber du wirst halt merken, wie schön das eigentlich ist. Jetzt mal ohne Witz, morgens aufstehen, Zähne putzen, rausgehen, Podcast hören, reingehen, ein ordentliches Frühstück essen und dann sag ich mal, bist du um 10:30 fertig? Sagst du, gehst noch duschen? Dann bist du richtig frisch und dann startest den Tag. Alter, das geht aber raketenartig los. Ohne Scheiß jetzt, raketenartig. Ich stell mir nicht mal den Wecker für die ganze Woche. 8 Uhr. Ja, nächste Woche ist Rustbus, ja? Das ist wieder Ende. Oh, ja, wann nehmen wir denn Podcast auf? Fällt aus, oder? Nö, machen wir trotzdem. Du schaffst das eh nicht, Alter. Da bist du bei Rustplatz drauf. Um 11 bist du so müde, Chatting muss schlafen gehen, Alter. Nee, ich schaff das schon. Ja, damit machst du dir wieder den ganzen Rhythmus kaputt. Aber nee, weißt du, das ist ja die Herausforderung. Kleine Warnung an dich. Ja. Das wird dich richtig bumsen.
Weil dann, wenn du dir das jetzt, du machst das ja seit 2 Wochen, dein Körper steht irgendwann alleine um 8:30, 9 auf. Das heißt, wenn du um 3, 4 ins Bett gehst, bist du richtig im Eimer. Und da kommt es dann wieder auf deinen Willen an. Ja, dann muss ich mir ein Limit von 1 Uhr setzen oder so. Ja, musst du ja nicht, kannst du ja machen, aber musst halt diszipliniert sein. Ja. Da musst du halt wirklich sehr diszipliniert sein. Und schlafe ich halt bis 9 anstatt bis 8. Schaffst du eh nicht, dein Körper würde von alleine aufwachen. Ja. Ich kann um 4 ins Bett gehen, um 8 bin ich wach. Kann ich machen, was ich will. Kann mir sagen, stell mir keinen Wecker, ich will einfach ausschlafen. Ich stehe mittlerweile ohne Wecker auf, zwischen 8:30, 9. Alleine. Bin gespannt. Probier's mal. Ich gebe mein Bestes. Ich bin sehr gewillt in dieser Sache. Ich finde das übrigens sehr schön, dass du das so mitmachst, dieses Selbstexperiment. Klar. Ich finde das gut. Wird schon. Okay, fassen wir noch die Hausaufgaben zusammen? Ja, also du machst 2 Instagram-Feed-Posts und du machst persönlichere Stories. Ist nicht viel. Persönlichere Stories. Ja, hast genau. Ich brauche kurz diesbezüglich noch einmal kurz Input. Was ist denn eine persönlichere Story? Gut, weißt du, wie du das machst? Du machst heute eine Story, sagst, Leute, ich habe eine Hausaufgabe bekommen, ich soll persönlichere Stories machen. Könnt ihr mir Input dafür geben? Und schon hast du, die Leute interagieren mit dir. Ah. Wow. 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 Du fragst direkt die Audienz. Oho. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann mache ich das. Ja, mach mal. Okay, also deine Hausaufgabe ist es, pünktlich aufzustehen. Jawohl. Kein Handy. Jawohl. Direkt aufstehen, Podcast, was auch immer, in den Ohren, spazieren gehen, am besten irgendwie mit dem Hund. Ja. Frühstück essen und erst danach darfst du dein Handy benutzen. Jawohl. Wird schwer. Ja, verstehe ich. Also gerade bei deinen persönlichen Stories, die du ja täglich machst, so gefühlt alle halbe Stunde ein Fitzel, ist das schon schwer, das stimmt. Das ist richtig, ja. Aber deswegen kriegst du auch Dickpics und ich nicht. Jetzt kriegst du die Dickpics. Ich glaube, ich werde mir das wirklich ganz groß markieren, wenn ich mal ein Nude geschickt kriege. Also nicht, dass ich mich danach sehne, aber ich werde es ganz groß in den Kalender einrahmen. Ein großes XXX. Ja, bam, da war er. Sehr schön. Das war eine sehr schöne Folge. War schön, ja. Möchtest du abmoderieren? Danke fürs Zuhören. Tschüss. So? Wie macht man das? Na, so richtig. Okay. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um diesen wunderschönen Podcast von Dizzy und Jen zu hören, aka Jizz in My Yo, Our Pants, His, Her. Es war sehr schön. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende durchgeballert habt. Vielleicht gönnt ihr euch ja auch mal das Hörbuch Achtsam Morden und nehmt ein bisschen was aus dieser wunderschönen Folge mit. Wir freuen uns über Feedback, über 4, 5, 6, 8, 1, 0 Sterne und konstruktive Kritik. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles gut. Tschüss. Tschüss.